Hallo und herzlich willkommen hier zur letzten Folge aus der Habinger League. Ich habe jetzt noch eine Karte mit dem Kartenlevel 9. Was Höheres habe ich nicht mehr. Ich habe auch keine weitere Karte mit dem Level 9. Sollte ich jetzt noch eine finden, dann gibt es noch eine weitere Folge. Andernfalls denke ich mal, ist das jetzt hier für die Habinger League, denn die endet übermorgen. Das werde ich also auch nicht mehr anders schaffen. Ich habe ja jetzt ein bisschen, also wenn ihr die Folge seht, ist die ja schon lange vorbei. Ja, ich bin schon ein bisschen wehleidig, ne? Da werde ich mich ja von der Hexe trennen. Ich weiß jetzt zum jetzigen Zeitpunkt auch noch gar nicht, was genau für eine Charakterklasse ich in der nächsten Liga spielen werde. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr alle wieder dabei seid. Jetzt werden wir aber nochmal gucken, dass wir hier die Witch, die Beschwörerhexe, nochmal erfolgreich in die Maps führen. Und zwar in die Karte Krypta. Elementarempfindlichkeit, Monster reflektieren 15% des physischen Schadens, das trifft mich ja nicht so, das trifft ja nur meine Kreaturen. Vergift-Mai-Treffer ist jetzt für mich nicht so schlimm. Zusätzlicher Schaden, denke ich mal, einzigartiger Boss, kommt auf den Boss an. Krypta hört sich schon mal eng an, das ist für die Hexe immer nicht ganz so schön, aber wir werden das schon irgendwie wuppen, hoffe ich. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht hier mich in der letzten Karte auch noch blamiere. Letzte Folge dieser Liga-Serie. Ja, schon so ein bisschen wehleidig, ne? Saints and Heathens look the same. Ja, aber wir werden mal gucken. Das ist meine erste Stufe 9 Map auch. Die erste und die letzte. Und es fängt ja gleich gut an. Alter Falter. Das wird ja nett, habe ich so einen Eindruck. Das wird ja nett. Oh, den hätte ich mal gleich mitnehmen sollen, ne? Naja, dann nehmen wir jetzt hier mal irgendwen mit. Ne, wir haben jetzt noch die, die lasse ich jetzt auch noch mal, obwohl wir sowas wahrscheinlich ein bisschen besser wäre. Ja, wir gucken mal weiter. So, ich brauche auf alle Fälle... Ne, Zombies habe ich jetzt noch. Wir werden mal gucken, dass wir jetzt das eine oder andere eben dann schon noch irgendwie gewuppt kriegen. Vielleicht finden wir auch noch was Schönes. Das wäre natürlich auch nochmal nett, so zum Abschluss. So, und dann gucken wir einfach mal. Oh, aua. Ja, das war eben der zusätzliche Kälteschaden, ne? Der hat sich doch gleich hier bemerkbar gemacht. Wir werden mal gucken, was wir hier noch Schönes entdecken. Und da sind noch ein paar. Die machen wir. Oh, ein Plattenschrott. Ich laufe hier aber auch was hin und her. Ein bisschen planlos wirkt das bestimmt. Ist es aber gar nicht. Uiuiuiui. Vergiften aber auch gleich fleißig. Da ist noch so ein Biest hier irgendwie. Also ich muss schon zusehen, dass ich hier mal ein bisschen weg bin, ne? Das ist auf alle Fälle ist was Gutes gefallen. Sphäre des Chaos, das hat sich schon mal gelohnt. Das Biester konnte ich noch nie so richtig leiden. Ich weiß auch gar nicht, aber den kann ich nicht einsammeln, der hier so diese... Oder? Da. Also wird spannend. Ist ein bisschen verworren, die Map, habe ich hier so den Eindruck. Der ist das, der das macht. Ja, den finde ich ja nie wieder raus. Das wäre natürlich, machen das alle oder macht das nur der? Peter steht Blitz. Ich nehme den mal mit. Und dann gucken wir mal, ob da das war. Weil hier diese, die machen da nicht, die Mutter des, ich weiß gar nicht, die Parasitenmutter oder wie auch immer die heißt, die ist jetzt nicht hier so wirklich, die ist eher in der freien Plane, ist die doch ein bisschen besser, weil die natürlich immer die so eine Feuerbälle schmeißt auf entfernte Gegner, aber da hier keine entfernten Gegner sind, sondern hier nur so alles, was ein bisschen näher ist. Vielleicht finde ich ja auch noch überraschend eine Karte der Stufe 10. Dann machen wir die natürlich gleich nochmal mit. Ja, aber meiner, den ich da mit habe, der macht sowas nicht, ne? Seht, merkt ihr das? Stellt ihr das auch fest?
Der macht das gar nicht. Den habe ich. Der ist irgendwie völlig unnütz. Mit. Kann ich ja fast schon lieber die da mitnehmen, oder was? Die bringen mir ja wahrscheinlich ein bisschen mehr. So, und ich komme hier eigentlich auch relativ gut durch. Oh, eingefroren haben sie mich. Oh, ganz schnell weg, 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 weg. War aber auch nicht so viel besser. Da kommen nämlich da ganz schön viel und ganz schön schnell hinterher. Ist das der da gewesen oder was? Also es ist schon ein bisschen knackiger, ne? Habe ich so einen Eindruck. Stufe 10. Ah, Monster Stufe 76. 83 bin ich. Ja, bin doch mal gespannt hier. Ein paar Zombies habe ich eingebüßt. Ich glaube, ich hole mir gleich mal zwei neue. Und ich bin natürlich elementar empfindlich. Also muss man mal schauen, was da rauskommt. So, wie sich der Endboss hier gestalten wird. Also wenn das in so einem engen Raum stattfindet, dann habe ich doch kleine Probleme mit der Hexe. Weil die natürlich immer bessere Karten hat, wenn sie ein bisschen wegrennen kann. Da kann ich immer die Kreaturen hinschicken und dann ist das meistens nach kurzer Zeit oder manchmal auch nach ein bisschen längerer Zeit dann doch irgendwie erledigt. So was richtig Tolles habe ich natürlich noch nicht gefunden. Für das Risiko, dass ich hier eingegangen bin. Ja, nächste Liga, ich bin mal gespannt. Ich glaube, dass die auch sehr verheißungsvoll ist. Zumindest das, was ich bis jetzt gesehen habe. Und das ist natürlich vom Stand her auch schon ein paar Tage alt, wenn ihr das dann gesehen, wenn ihr das, wenn ihr diese Folge schaut, so, muss ich das ja sagen. Da bin ich dann schon mal gespannt, was ich da so, was das werden wird. Aber ich glaube, da werden wir auch wieder Spaß haben. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass ihr mir eine schöne Charakterklasse ausgewählt habt. Das sieht aber schon mal ganz fiese aus. So, ich würde ja meine Wahlskelette auch viel öfter einsetzen, aber ich habe immer ein bisschen Bammel wegen der Harbinger. Und dann brauche ich den nicht. Wenn mir jetzt die Harbinger auch noch über den Weg laufen, dann wird das nämlich doch gleich nochmal ein bisschen enger alles. Spinnen ohne Ende. So, hier stehe ich glaube ich ganz gut, relativ sicher auch. Also da bin ich echt mal gespannt, was das wohl so werden wird. Also macht denn mal diese Feuerpfeile da. Den will ich haben, gerne. Aua, 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 aua. Lass das. Hör mal auf jetzt. Ist nicht nett. Ah, jetzt kostet mich aber auch gar keine Zombies, ne? Also so schlimm ist das scheinbar nicht. Und da wird's ja garantiert. Ah, der sieht aber auch ein bisschen. Ah, weg, 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 weg. Das Ding zerplatzt irgendwann. Und macht ziemlich Aua. Vor allen Dingen, wenn man natürlich ein bisschen empfindlicher ist. So, nochmal gucken. Und hier geht's dann auch schon dramatisch weiter. Meuchelstulpenhandschuhe. Wer weiß. Ist vielleicht was für meinen Duellisten. Müssen wir mal gucken. Da geht's auch schon weiter. Oh, Erfahrung 58. Ah, ich glaube, ich werde das auch nicht mehr schaffen, noch eine Stufe aufzusteigen. Da ist auch noch eine Prüfung. Eins, zwei. Und ich muss natürlich irgendwie schon zusehen, dass ich dann ganz schnell wegkomme. Und letztes Mal. Und ja, gut, dass ich da nicht drin ist, stehen muss. Oh, geschafft. Sehr gut. Da ist eine Prüfung. Tatsächlich habe ich zwischen den Folgen die eine oder andere niedrigere Map noch gemacht und habe mittlerweile, da könnt ihr sehen, zwei fehlen mir noch. Prüfung des lodernden Zorns. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt reingehen will. Ich glaube, ich will jetzt hier erstmal den Endboss haben und dann überlegen wir uns das noch. Ob
ich dann da nochmal reingehe. Dann wird das auch eine schöne, actionreiche letzte Folge hier. Das wäre ja tatsächlich nochmal eine Überlegung wert. Ah, da ist er auch schon. Wir hier meine Normalskelette noch mal raus und dann lassen wir uns einfach mal überraschen, was passiert. Wenn wir Glück haben, kommen wir ganz gut durch. Der Erzheidenbischof der Agonie. Jetzt kommen auch noch Spinnen. Na, herzlichen Glückwunsch aber auch. So, ich glaube, noch sind wir ganz gut davor. Ich könnte noch mal vielleicht... Ah. Zombies. Ja. Das war's. Die haben wir geschafft. Hat der was Schönes liegen lassen? Hat er was Schönes liegen lassen? Ein Ledergürtel. Okay, den nehme ich auch mit. Sphäre des Chaos kann man immer brauchen. Eine Rolle der Weisheit. Ich hatte ja jetzt tatsächlich doch ein bisschen noch auf eine Map gehofft. Damit hier doch noch nicht zu Ende ist. Aber... Schnüff. So, ich bin mal gespannt. High Templar Venadius. Ja, okay. Das heißt, mit jeder weiteren Stufe... Kriege ich so eine... Oder gehen auch die Karten weiter. Gut, hier ist natürlich jetzt nichts mehr. Schriftrolle der Weisheit. Das wäre ja jetzt noch gewesen. Ne? Also wenn ich jetzt hier noch die letzten Prüfungen... Ich mal kurz gucken. 50 Monster. Also wir haben noch ein paar Monster hier. Oh. Naja, wir können ja mal gucken. Ne? Wir können ja einfach mal schauen. Prüfungen sind natürlich nicht immer ganz ohne. Ah, das sind genau die gleichen Biester drin, ne? So, das sind aber verschlossene Türen hier. Das heißt, hier muss ich auf alle Fälle, muss ich hier einfach durchlaufen. So wie es aussieht. Muss ich nämlich hier hinten. Man muss also bei den Prüfungen hier, muss man schon immer ziemlich genau auch gucken. Ich kann noch ein paar Skelette nochmal mit reinschicken, wo man denn überhaupt hin muss. Also da vorne ist irgendwie ein Schalter. Und der ist hier. Ah, eine Zeitschaltkurbel. Das ist nicht schön. Und die andere sitzt hoch. Das ist eine sehr gute Frage. Zeitschaltkurbeln sind immer insofern sehr unglücklich, weil man die recht schnell... So. Und dann muss ich auch zusehen, dass ich hier ganz schnell weiterkomme. Ah, geschafft, okay. Die sind auch nicht ganz ohne hier. Ich weiß nicht, wer immer diese Feuerzauber macht. Diese blöden Pfeile. So. Also hier sind wir ja durch. Jetzt würde ich normalerweise sagen... ...dass ich wahrscheinlich hier hinten irgendwie hin muss. Und dann... ...da lang. Ah nein, das werde ich nicht mehr schaffen. Doch. Ah, gerade geschafft. Oder so, meistens hängen ja mindestens eine, manchmal sind das auch drei, die irgendwie so aneinander hängen. Und die muss man natürlich, bevor die sich wieder umlegen, man hat ja nur eine bestimmte Zeit, dann legen die sich automatisch wieder zurück. Und dann hat man echt ein Problem. So, weil dann geht nämlich die Tür nicht auf. Und da muss man wieder zurück und dann muss man das gleiche Spiel dann nochmal machen. So, ich hoffe, ich habe noch ein bisschen Platz dafür. So, also bis hier ist ja alles ganz gut und schön. So, und da haben wir das Gleiche. Wahrscheinlich. Wenn ich Pech habe, ist das hier genau das Gleiche. So, ich versuche natürlich immer erstmal die Gegner ein bisschen zu erledigen. So, hier, die kommen auch aus diesen Katakomben hier, kommen die auch raus da vorne. Und wenn man die vielleicht vorher schon mal erledigt. So, dann lieber ein bisschen Zeit auch lassen. Ja, das wird hier auch nicht netter, ne? Da hinten geht ein Tor auf, dann komme ich wahrscheinlich erst zu denen. Das heißt, ich muss jetzt hier erstmal die Tür öffnen. Hier drüben muss irgendwo ein Schalter sein. Das seht ihr hier. So, dann laufen
machen wir doch hier einfach mal zu. Und das ist ein normaler Hebel, das ist schon mal gut. Ein normaler Hebel bedeutet, der legt sich nicht wieder um, im Gegensatz zu den Zeitschaltern. So, das heißt, hier ist wahrscheinlich jetzt gerade irgendwo eine Tür aufgegangen. So, jetzt können wir hier schon mal weiterlaufen. Ich weiß eben nur nicht so ganz wohin. Hier ist auch ein Hebel. Und da hinten ist auch noch einer. Man muss ein bisschen aufpassen, weil die sind auch nicht ganz ohne die Skelette hier. Ist eben eine Stufe 9. Hier. So. Und ich muss ja wohl irgendwie hier oben rein. Ganz offensichtlich. Auch hier einen Hebel umlegen. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Tür ist jetzt aufgegangen? Das sind überall Hebel. Ist das wichtig? Die müssen alle aufgemacht werden, bevor sich dann irgendwo eine Tür öffnet. Die Tür ist da. Okay, wir werden mal weiter gucken. So, hier ist die Tür, die ich durch die Hebel öffnen muss. Oh, es wird gerade wieder rot. Man gewinnt ja auch irgendwann so ein bisschen so ein Gefühl dafür, wann das... eigentlich verklickt gerade. Ich bin aufgeregt. So, die Frage ist natürlich... So, den Hebel haben wir dann auch. So, und dann fehlt uns nur noch einer. So, ich habe jetzt gerade ein bisschen Zeit. Man kann übrigens, wenn man drauf geht auf diese Automatismen, dann kann man sehen, was genau die Schlimmes machen. Wann man Schaden kriegt selbst. So. Jetzt habt ihr, jetzt könnt ihr sehen, jetzt ist hier die Tür verschwunden. Das heißt, jetzt kann ich da durch. Jetzt haben wir wieder eine Hürde genommen. Das ist nicht ganz ohne. Also hier sollte man auch nicht versuchen zu hetzen. Lieber eine Phase länger abwarten, weil das rächt sich sonst. Da könnt ihr schon sehen hier, Leiden bei Nutzung von Bewegungsfertigkeiten, damit man eben nicht ganz schnell durchkommt. Das würde man ja auf alle Fälle immer versuchen. So, ich glaube, das war's auch noch nicht. Also wir sind, glaube ich, auch noch nicht durch. Da hinten ist ein Hebel. So, hier geht es irgendwie durch. Und da sind schon wieder überall lauter Hebel. Ne? Da könnt ihr sehen, ich muss jetzt die nächste Tür irgendwie öffnen. Müssen wir mal gucken, wie wir dann da durchkommen. Also hier wird man ja rüberlaufen können. Schlimm ist natürlich, dass man nicht so von oben mal gucken kann, wo man dann lang muss. So, das ist ein Zeitschalthebel. Ne? Das ist ja super. Wenn ich jetzt Pech habe, sind das eben mehr als nur ein Zeitschalthebel. Dann muss ich nämlich ziemlich schnell eigentlich sehen, dass ich da durchkomme. Und dafür muss man dann... Ah, das war natürlich zu früh. Jetzt muss ich warten, bis er sich wieder umschaltet. So, macht aber nichts. Ich laufe jetzt trotzdem hier mal weiter. Hier sind auch irgendwelche Hebel. So, da wird da hinten aber eine Tür erst aufgehen. Also ich mache jetzt hier erstmal ein bisschen... Bisschen Platz. So, jetzt wäre die Tür aufgegangen. Wenn ich schnell genug gewesen wäre. Das heißt, ich muss jetzt quasi einmal zurück. Da muss ich das gleiche noch mal ein bisschen schneller, ein bisschen getimter machen. Vor. So. Jetzt warte ich, bis das Feuer wiederkommt. So, die kann ich schon mal weg. Da haben wir schon mal so ein paar Flammenschädel, dass wenn er wieder hochkommt. So, und jetzt ganz schnell. Okay, da muss ich jetzt leider durch. So, dann geht es nämlich auf. Die Tür da ist aber verschlossen. Frage, wo ist da jetzt die Tür aufgegangen?
sein, dass ich jetzt ad hoc einfach wieder zurück muss. Ob ich will oder nicht, werde ich wohl müssen. So, jetzt sind wir hier. So, jetzt müssen wir erstmal wieder die ganzen Gegner hier erledigen. Ah, seht ihr, das ist doch dann aber eine schöne Abschlussfolge hier für diese. So, den Hebel habe ich ja gemacht, oder? So, ich will mich doch gerne mal ein bisschen um. Da ist auch eine Zeitschaltkurbel. Ich muss ja hier nochmal ein bisschen um. Das sind ganz wahnsinnig viele Türen. So, man kann auch mal seine Skelette hier losschicken. Vielleicht einfach mal zu gucken schon mal. Ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt noch Zombies? Ja. Ja, die sterben ja auch weg bei dem Feuer. So, ich will hier mal gucken. Und da muss ich hoch. Und gerade. Aber gerade. Ja, es ist einfach, phasenweise ist das echt ziemlich unschön. So, da ist dann wieder ein Hebel. So, verschlossene Tür, trotzdem. Und die kriege ich ja jetzt auch so nicht auf. Weil jetzt muss ich wahrscheinlich wieder einmal komplett zurück. Jetzt muss ich wieder warten. Achso, das ist doch meiner, der immer die Feuerpfeile da macht auf dem. So. Und jetzt müssen wir einfach ganz schnell zusehen, dass wir hier möglichst wieder zurückkommen. So, und jetzt müssen wir halt gucken, wo so die nächsten Hebel sind. Also ein Hebel scheint ja hier noch zu sein und einer da. So, da komme ich aber so schnell nicht hin. So, ich würde jetzt hier nämlich einfach mal zusehen, dass wir hier noch Feuer. Ah, verkehrt, jetzt ist er dann zu. Doch zu vorschießen. Also muss dann schon sehr konzentriert sein. So, und jetzt muss ich wieder zurück. Und hätte wahrscheinlich da ein paar Skelette, weil der ist im Weg hier, dieser Spawner der Skelette. Und da komme ich natürlich an diesen blöden Hebel nicht dran. So, den Hebel haben wir also auch. Aber irgendwo muss noch einer sein. Da oben sitzt auch noch einer. Gut. Den schnappen wir uns dann auch noch. Und da müsste ja theoretisch wieder irgendwo eine Tür aufgegangen sein. So, jetzt. So, die Frage ist jetzt halt nur, wo. Immer abwarten. Das ist manchmal, also das ist was für wirklich Geduldige. So, aber hier war jetzt ja keine weitere Tür. Das heißt, wo geht's jetzt weiter? Ne? Ich würde mal tippen, da hinten gerade rüber. Ja, da ist irgendwie eine Tür aufgegangen. Das ist ein bisschen gemein, ne? Weil jetzt steht man hier eigentlich total blöde. Mittendrin stand nur dabei. Hier ist auch wieder ein Hebel. Da geht eine Tür auf. Da kommen wir dann ganz offensichtlich auch weiter. Das ist also, man ist am Ende schweißgebadet. Durch das. So, da geht's weiter. Könnte mit ein bisschen Glück sein, dass ich das lange aber sicher an dem Ende nehme. Also muss sehr geduldig sein. Darf das nie eilig haben. Muss aufpassen, dass man sich nicht ganz aus Versehen mal irgendwie verklickt. Da oben ist sie auch schon. Wenn ich das richtig sehe. Jawohl.
Abgeschlossen. 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 Des lodernden Zorns. Die hatte ich schon, oder was? Oh, ist das gehässig? Ist das gehässig? Aber das wusste ich nicht, dass er mir die auch mal doppelt gibt hier. Naja, da konnte ich das wenigstens nochmal zeigen. Ich habe auch ein paar Erfahrungspunkte gekriegt hier. Wie viel haben wir denn hier eigentlich noch? Monsterstufe 77. Achso, ich bin ja hier noch in der Prüfung. Da gehe ich wieder raus. Ja, das ist ja hässlich, das wusste ich nicht. Dass er die auch doppelt macht. Prüfung des stechenden Zweifels, des lodernden Zorns. Ja, ist ein bisschen bekloppt, ne? Oder? So, auf alle Fälle sind hier noch mehr als 50 Monster über. Und die schnappen wir uns jetzt auch noch. So, für alle die echt Schwierigkeiten... Vielleicht hilft euch das ein bisschen, wenn ihr die Prüfung machen müsst. Ist natürlich ein bisschen schwerer. Also ich muss sagen, mit der Hexe ist es jetzt noch relativ leicht. Weil die einen natürlich so diese ganzen Türme irgendwie... Zumindest mit den Flammenschädeln hier... Doch irgendwie wegmacht. Aber jetzt kommen auch die Haringe noch hier wieder. Heiße Hosse! Dass wir jetzt noch ganz schnell den Gegner erledigen, weil ich würde gerne meine Malskelette hier zur Hilfe holen. Und ja. So, während ich hier nämlich von hier oben. Was? Nein! Alle Abenteuerpunkte, Erfahrungspunkte weg. Ich hab geschlafen. Weil ich wieder zu nah ran wollte. Ah. Mann. Ist aber nicht schlimm. Need a map? Ja, habe ich überhaupt viel? Oh ja, ein bisschen was können wir verkaufen. Dann sehen wir doch gleich mal zu, dass wir ein bisschen was hier wieder loswerden. So, die verkaufe ich so. Da wollte ich doch mal gucken. Energieschild 201. Die ist echt nicht übel. Die lasse ich mal liegen. Die können weg. Die können auch weg. Den Gürtel behalte ich ja so oder so. Der kann auch nicht besonders dolles. Okay. May your maps be merciful. Jetzt habe ich mich so durch die Prüfung da echt gekämpft, ja. Und dann sterbe ich und ich weiß noch nicht mal genau warum. Also das werde ich mir in der Aufnahme später wieder angucken. Ist ja nicht wahr. So, Gürtel habe ich auch noch irgendwo. Gürtel. So, und Ringe. So, und dann machen wir gerne mal ganz kurz zu den Orbs. Zack. Oh, die wollte ich gar nicht. Gar alle wegmachen. So, da will ich noch behalten. Und die tue ich mal da unten hin. Und dann kommen wir auch wieder los. Nachdem wir hier... Also das Blöde ist, man muss ja immer... die werden... Also das System speichert ja jetzt neuerdings die Auren. Aber wenn man stirbt, muss man sie dann doch einmal neu machen. So, und auch hier mein Golem einmal neu dazu. So, und dann... ja, den wieder. Also, und dann gehen wir wieder rein. So, jetzt weiß ich gar nicht genau, wo das war, wenn ich ganz ehrlich bin. Muss doch mal gucken. Ich glaube, da hinten war das. So, weil ich will zumindest die Beute einsammeln, auch wenn ich sie ja nicht verdient habe eigentlich. So, da brauchen wir auf alle Fälle auch noch ein paar Zombies hier. Ich weiß gar nicht, was das so schlagartig war. Hat mich völlig fertig gemacht. Scherbe der Umwandlung. Na. Und die schönen Erfahrungspunkte. Na, 55. Ich bin immer noch im Plus. Was die Karte hier an... Autsch. Was die Karte hier angeht. Also von daher sind noch 15 Monster übrig. Weiß ich, stellt sich natürlich immer die Frage, ob man die paar Monster dann jetzt suchen muss unbedingt. Aber da ich ja so viele Erfahrungspunkte eingebüßt habe, so, ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht noch sterbe. Das wäre natürlich ärgerlich, ne, wenn man wegen so ein paar Monsters, null Monster übrig. Also das war's denn jetzt auch an der Stelle. So, dann gucken wir doch nochmal hier rein. Da ist noch eine Sphäre der Umwandlung drinne. Jetzt können wir haben ja noch einen Platz, dann nehmen wir die auch mit. Schwere der Veredelung, die nehmen wir auch mit jetzt.
Ja, weiß gar nicht. Habe ich hier noch irgendwo irgendwas, was ich jetzt nochmal einfach so mitnehmen könnte, sollte? Nein. Gut, dann huschen wir mal zurück. Also zumindest haben wir sie abgeschlossen. Need a map? Nein, nein, brauche ich gar nicht. Ich will mal ganz kurz was gucken. Ob wir das noch hinkriegen. So. Leider kriege ich hier auch keine Scherbe des Vorboten mehr hin. Keine Sphäre. Sonst hätte ich natürlich nochmal versuchen können, eine andere Map in so eine Map umzuwandeln. Aber, ja, muss sagen, mein Fazit, Habinger Liga war richtig spaßig. Hat mir viel Laune gemacht, so am Ende. Oh, die hätte ich ja noch gern zusammengekriegt, ne? Naja, vielleicht mache ich nachher nochmal eine kleine Map oder so, heimlich. Naja, ich bedanke mich bei euch oder für alle, die dabei waren. Irgendwie vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr dann bei der nächsten, bei der Abyss, also ich glaube Abgrundliga, mit wieder dabei seid. Und ich denke mal, da haben wir mit dem neuen Charakter haben wir genauso viel Spaß. Wir werden mal schauen, ob wir den genauso weit kriegen. Vielleicht muss ich da ja schon bei Akt 9 sagen, geht nicht mehr. Wir lassen uns mal überraschen. Ich bedanke mich auf alle Fälle bei euch fürs Zuschauen. Wenn sich noch einer mal angucken möchte, wie denn die Hexe jetzt hier so aufgestellt ist, ihr findet ja unten in der Videobeschreibung einen Link zu meinen aktuellen Chars. Da ist auch die Hexe, die lasse ich auch eine Weile, da könnt ihr nochmal gucken. Ich denke mal, dass ich auch die eine oder andere Runde nachher in der Standardliga mit der noch spielen werde, um mal zu gucken, um sie dann irgendwann früher oder später dann doch nochmal Richtung Stufe 100 zu treiben. Ich bedanke mich auf alle Fälle bei euch fürs Zuschauen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. By the divine authority of the Templar, you are hereby exiled to the forsaken shores of Reklast. You have transgressed against God and consorted with sin. Find your redemption, exile, or die in the attempt.